Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in der Minecraft-Stadt. Hey, Staffel 2. Wunderbar. Hast du springen vor Freude hier durch die Welt? Okay, auch gut. Ja, ihr habt vielleicht gerade schon in der Kameraaufnahme von meinem Red Market gesehen. Da vorne steht so eine komische Box rum, die da plötzlich aufgetaucht ist. Ziemlich verdächtig. Genau. Eigentlich ist es angelehnt an die TARDIS von Dr. Who, die Police Box. Hey. Genau. Und nicht nur das, dass sie auftauchen kann, man kann sogar reingehen. Genau, so sieht es hier von innen aus. Es ist sehr laut, ich weiß. Aber das soll es auch sein. Man soll auch was hören können. Genau, wir haben hier so ein paar coole Hebel, wie den Schnippidi-Schnapphebel. Schlecht. Schlecht. Oh. Schlecht, schlecht. Ich werde jetzt schlecht für das bezeichnet, auch gut. Jetzt sagen wir, machen wir uns mal kurz hier Licht an. Oh, Licht. Und ihr seht, die Säule hier in der Mitte beginnt auch zu leuchten. Das Geilste ist, ihr seht schon, die sind hier so ein bisschen, verteilt auf 4 Stufen. Man kann einfach reingehen. Ich weiß, sehr. Nicht sehr, ne, kreativ, aber naja. Genau. Dann oben haben wir so eine Art Decke, die ins Unendliche geht. Einfach so in die Leere. Meine Vitalis ist eigentlich, kann man unendlich fast erweitern. Hier werden auch so ein paar Räume reinkommen. Keine Ahnung. So Umkleide und whatever, was man halt so aus der Serie kennt. Einfach so ein paar Easter Eggs. Genau. Und dann würde ich sagen, können wir sogar abheben. Genau, wir haben die Original-Sounds hier mit eingefügt und jetzt einfach so eine Art Lichtkreis gebaut, der symbolisiert, dass man gerade im Flug ist. Und dann würde ich sagen, dann landen wir auch direkt wieder. Landen ist ein bisschen schlimmer. Ihr seht schon warum. Uiuiui. Ja, aber ihr merkt, dass dieser Landeprozess auch perfekt angepasst ist. Also sprich, die Lichter gehen auch dann an, wenn man gelandet ist. Und ja, genau. Das Coolste ist einfach, wenn wir jetzt rausgehen, passt mal auf, wir sind zwar wieder an derselben Stelle, aber wenn wir jetzt wieder reingehen, ist alles ja gesettet. Dafür, dass man hier nicht so unendlich Teile spawnen kann. Und es ist auch so gebaut, dass der erkennt, ob jemand jetzt in diesem Bereich ist, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man jetzt reingeht, wird das neu gespawnt. Okay, weil jetzt aber nur eine Person schon drin ist, also sprich, ich würde jetzt hier schon drin sein, es kommt eine andere Person rein, dann bleibt das so und wird nicht neu gespawnt. Dafür gucken wir jetzt mal ein bisschen Technik. Oh. Ja, wunderschöne Technik, wie ihr seht. Hier sind sehr viele Möglichkeiten eingespeichert. Vor allen Dingen die ganzen Timing-Sachen hier und Möglichkeiten. Ihr seht zum Beispiel, dass hier Sachen blockiert werden. Das liegt daran, weil ich jetzt in diesem Bereich drin bin. Seht ihr zum Beispiel hier, ich bin jetzt im Bereich. Deswegen blockiert jetzt diesen Repeater. Der würde eigentlich alle Sachen resetten, wenn ich rausgehe. Also sprich, wenn jetzt auch eine Person drin bleibt, dann würde sich hier nichts resetten. Sondern erst, wenn die letzte Person raus ist. Und hier unten sind dann die ganzen hier Säulen und Prozesse, die jetzt machen kann, Soundbefehle und. Ja, dann würde ich aber sagen, gehen wir mal raus und schauen uns mal an, wie das aussieht, wenn die TARDIS dann jetzt losfliegt. Dafür muss ich mal ganz kurz... Wir können die TARDIS einfach mal losfliegen lassen. Da seht ihr schon, beginnt sie zu blinken, so wie das die echte auch macht, nur dass wir es halt hier ein bisschen, ja, improvisieren mussten. Und dann ist sie weg. Hinterlässt auch keine Spuren. Und dann kann man sie natürlich auch wieder landen lassen. Einmal kurz einfach nur einen Hebel platzieren lassen. Genau.
Man hört das schon. Da kommt sie dann einfach wieder zu uns geflogen. Ja, manche können jetzt noch bemängeln, dass die Tür offen steht. Ist leicht zu fixen, einfach mit einem Structure Block, deswegen, das werden wir noch machen. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.